Ja, ich ey, du fixst mich gerade. Ich habe unnormal an meinen Schultern, Oberarm, oh überall Gott, Gänsehaut. Ich wusste es. Es ist aber wirklich eine Ich wahre habe Geschichte. Gänsehaut an Ja. meinem ganzen Körper gerade. Ja. Es hat angefangen. Wir haben live auf Discord EasyBash 63 mit seiner Yes. Horrorstory. Ist die Tonqualität besser, ja? Ja. Sehr schön. Ich schau direkt rein, ja? Bitte. Letztes Jahr im Juni. Ich habe eine relativ große Wohnung und habe im kompletten Flur und im Bad und auch in der Küche Fliesen. Und ich denke mal, unten drunter die Wohnung ist meine Vermieterin. Die Wohnung wird genauso gestrickt sein. Ich höre die manchmal unten laufen. Okay. Jetzt ist das Ding so. Ich habe einen Sohn, der ist 8 Jahre alt und seine Mama und ich, wir wohnen seit 2 Jahren getrennt. Und er hat auch sein Kinderzimmer hier. Das ist genau gegenüber von meinem Schlafzimmer. Ich liege manchmal im Bett und höre halt Schritte, aber du kannst ja dann so rauskristallisieren, okay, das ist gerade unten jemand, der läuft irgendwie auf den Fliesen unten. Das scheppert dann bei mir auch in der Bude. So, jetzt war das Ding, aber ich liege im Bett, kurz vorm Pennen, kurz vorm Einschlafen. Und tschüss, von meinem Kleinen drüben, die Tür geht auf. Also, und die Tür, da ist nichts kaputt oder so, aber die Tür ist so minimal verzogen. Und wenn du die so die ersten 2 Zentimeter aufziehst, dann hörst du die einfach unten an dieser Leiste schrappen. Okay. So, ich höre diese Tür aufgehen, ich höre Schritte von seinem Kinderzimmer rüber in mein Schlafzimmer. Okay. In dem Augenblick, als ich die Schritte höre, fällt mir ein, Diggi, mein Sohn ist gar nicht da, der ist bei seiner Mom. Es war mittwochs. Ich war wach, es war auch eine Schlafparalyse oder sowas, irgendwie so ein hatte ich noch nie. Ich lag wie paralysiert auf der Seite, ich konnte mich nicht bewegen. Oder ich schwör's dir, es stand jemand vor meinem Scheißbett. Aber konntest du die Person sehen, die vor deinem Bett stand? Nein, gar nicht. Ich habe auf der Seite gestanden, ich habe meine Decke so richtig lappenhaft so halb übers Ohr gezogen. Ich konnte mich auch nicht bewegen, ich konnte mich nicht drehen, ich habe auf der Seite gelegen. Ich wollte gar nicht gucken, ob da jemand ist. Ich wollte einfach nur einschlafen. Ich konnte auch nichts machen. Ich war wie gelähmt. Das ging, ich war vielleicht noch so wirklich so eine Viertelstunde im Wachmodus. Ich habe dann nichts mehr gehört, aber ich habe halt das Gefühl gehabt, Digi, da steht jemand einfach vor meinem fucking Bett. Digga, ich krieg Gänsehaut gerade, aber ich krieg immer Gänsehaut, also... Das Ding ist aber noch nicht ganz fertig. Ich bin dann eingepennt. Ich war am nächsten Morgen, konnte ich mich noch 1 zu 1 an das alles erinnern. Also ich war safe wach, das war nicht irgendwie so ein Traum oder sowas. Ich kann mich daran erinnern, dass mir mein Dad irgendwann mal so eine Story erzählt hat, als der damals in unserem Elternhaus noch alleine gewohnt hat, bevor er meine Mom kennengelernt hat, dass der nachts auch Schritte gehört hat und er auch wie paralysiert war und sich nicht bewegen konnte. Und er hat erzählt damals, dass jemand über ihn gelaufen ist, auf der Bettdecke. Er hat es richtig gemerkt, wie jemand über ihn läuft. Ich konnte mich an diese Story irgendwie so ganz düster erinnern. Ich habe dann irgendwann die Tage drauf, als ich bei meinen Eltern war, habe ich denen die Story erzählt und mein Dad hat dann wieder diese Story ausgepackt. So, ey, nein, das ist kein Scheiß, das bildest du dir ein. Ich hatte das 1 zu 1, als ich 30 Jahre alt war und auch alleine gewohnt habe. Hatte ich das genauso. Diggi, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie zusammenhängt oder sowas, aber knapp 4 Wochen, 3, 4 Wochen später, Juli letztes Jahr, ist mein Dad mitten im Schlaf gestorben. Herzinfarkt, Herzschlag. Und es tut mir sehr leid, Bruder, mein Beileid. Und dir. Ja, ich sage jetzt nicht, dass das irgendwie zusammenhängt, aber ich habe sowas sonst noch nie erlebt. Und wie ich halt am nächsten Morgen aufgewacht bin, als ich das erlebt hatte, habe ich mich halt an die Story von meinem Dad erinnert. Ja, und deswegen habe ich das mit ihm geteilt. Ob das jetzt irgendwie einen Zusammenhang hat, Bullshit. Mein Dad war eh ein bisschen gehandicapt mit gesundheitlich, ja. Aber ich glaube, diese Story, also wie ich das gehört habe, dass jemand rüberläuft und tschüss, ich habe gedacht, das ist mein Sohn, der kommt jetzt rüber. Es hat sich 1 zu 1 angehört, weißt du, wenn der nachts mal wach wird. Dann kommt er rüber, dann kuschelt er mit mir, dann geht er wieder irgendwann rüber. Digga. Ich werde diese Story meinen Enkeln noch erzählen. Das ist krank. Bro, ich küsse dein Herz. Danke, dass du diese Story mit uns geteilt hast. Walla, sie war sehr gruselig. Ja, danke, mein Beileid wegen Papa.
Möge er in Frieden ruhen. Inshallah ist er stolz auf dich, blickt auf dich gerade. Und ich hoffe, dass dir sowas nicht mehr widerfährt, Bruder. Danke dir. Bis gut. Dann, Bro. Ciao, ciao. Ciao. Hilal. Hallo, Hilal. Hallo. Wie geht's dir? Gut, danke schön dir. Mir geht's auch gut. Bitte erzähl uns deine Horrorstory ruhig, langsam und versuche eine Atmosphäre dabei zu schaffen. So wie ich gerade... Ich gebe mein Bestes. Okay, dann gehört die Bühne dir. Hallo? Ja, gib Gas. Achso, hört mich jetzt jeder? Natürlich. Du bist... Okay. Die hört die ganze Zeit schon jeder. Achso, okay. Also, jetzt fange ich mit meiner Geschichte an. Und zwar geht es darum, dass leider Gottes in meiner Familie, beziehungsweise eher meine Schwester und ich, die, ich sag mal, Gabe haben, dass wir immer träumen, bevor jemand aus unserer Familie stirbt. Okay. Und dazu hätte ich jetzt zum Beispiel mal eine Story, als meine Großtante gestorben ist. Das war auch bisher die krasseste Story, sage ich mal. Das war 3 Tage vor ihrem Tod, habe ich geträumt, dass ich in der Türkei... Ich komme übrigens aus der Türkei, deswegen ist das auch alles im Traum halt in der Türkei abgespielt gewesen. Woher aus der Türkei? Aus Manisa. Schöne Grüße raus an alle Brüder und Schwestern aus Manisa. Sehr, sehr schöne Gegend. Oh, danke. Auf jeden Fall habe ich halt geträumt, dass ich im Dorf dort bin und einen Chai trinke. Und ich sehe auf der anderen Seite des Feldes, also ihr müsst euch vorstellen, Dorf in der Türkei heißt einfach nur Feld und Sand und Dreck einfach. Und auf der anderen Straßenseite sozusagen war meine Großtante mit einer älteren Frau, die ich noch nie gesehen habe. Und sie haben mich beide zu sich rübergerufen. Und ich weiß nicht, ob ihr es wisst, bei uns sagt man, wenn dich Tote im Traum rufen, sollst du nicht drin laufen. Zu diesem Zeitpunkt war die Großtante natürlich noch nicht tot. Aber ich habe irgendwas in meinem Traum hat mir gesagt, nein, trink deinen Chai erstmal zu Ende. Und ich habe dann auch zu meiner Tante mit Handzeichen irgendwie gesagt, dass ich noch trinke und dort bleibe, wo ich bin. So, das war der erste Traum. Alles schön und gut, war halt ein normaler Traum, habe mir nichts gedacht. Chat, lass uns alle bitte erstmal Bismillah sagen. Ja, jetzt kommt das Krasse. Und dann in der Nacht, als sie gestorben ist, was übrigens auch noch mein Geburtstag war, habe ich dann geträumt von meinem toten Opa. Und immer, wenn ich von meinem toten Opa träume, heißt es, irgendwas wird passieren. Und ich habe von meinem toten Opa geträumt, dass er mir 3 weiße Karten hinlegt oder 4. Ey, du fickst mich gerade. Ich habe unnormal an meinen Schultern, Oberarm, überall Gott, Gänsehaut. Es ist aber wirklich eine wahre Geschichte. Ich habe Gänsehaut an meinem ganzen Körper gerade. Ja. Und ich habe dann von meinem Opa geträumt, er hat mir 3 weiße Karten gehalten. Er hat nur diese Karten hingehalten und mir gesagt, zieh eine. Und ich wusste in meinem Traum, okay, ich werde eine Person ziehen und diese Person wird sterben. Und zu dieser Zeit war meine Oma krank, seine Ehefrau. Und ich habe halt als gedacht, ja, was ist, wenn Oma was passiert? Ich will nicht diejenige sein, die sie tötet und keine Ahnung. Und mein Opa hat mir sogar im Traum gesagt, egal ob du jetzt jemanden ziehst oder nicht, ich werde sowieso jemanden mitnehmen. Und ich habe dann eine Person gezogen. Ich wusste nicht mehr, wer es war. Ich wusste nur, als ich aufgewacht bin, dass es nicht meine Oma gewesen ist. Und dann halt mein Geburtstag, meine Familie ist gekommen, alle Fresse gezogen, alle hatten schlechte Laune, alle sahen traurig aus. Kam raus, dass auf die Nacht dann diese Großtante gestorben ist. Und jetzt kommt nochmal der Plot-Twist. Mehrere Monate später, also im Sommer dann, sie ist im März gestorben, ich war dann im Sommer darauf in der Türkei im Dorf mit meinen Schwestern, haben wir uns alte Fotos mit meiner Oma angeschaut. Und beim ersten Traum, die Frau, warte, darf ich selber sagen? Ja. Du hast gerade Gänsehaut im ganzen Körper. Du hast ein Foto gesehen, wie deine Oma mit dieser Frau da stand, die du im Traum gesehen hast. Nein, ja, ja. Die Frau, die ich in meinem Traum gesehen habe, war die tote Mutter meines toten Opas, die ich nie kennengelernt habe, nie gesehen habe. Ja. Boah, ich kann euch das nicht zeigen. Ich habe Pullover an, aber ich habe überall Tüllerim, die kennen die Kanaldo. Die kennen Aldo Tüllerim, ja. Ja, leider Gottes. Es ist irgendwie eine Gabe, aber ich will es nicht mal als Gabe sehen, weil es etwas ist, worauf man nicht stolz sein sollte. Es ist nicht schön zu wissen, dass bald jemand stirbt. Und es ist jedes Mal so. Ja, oder als zum Beispiel noch eine ganz kurze Story, als der Bruder meines toten Opas gestorben ist, haben meine Schwester und ich in der gleichen Nacht von ihm geträumt. Und in meinem Traum ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Hilal, oh, ich weiß nicht, ob er es zu meiner Schwester oder zu mir gesagt hat, aber zu der einen hat er irgendwie gesagt, du musst etwas Bestimmtes finden. Und zu der anderen hat er irgendwie gemeint, bitte fang an, den Koran zu lesen. Und er ist dann auch kurze Zeit darauf gestorben. Boah, ich krieg gerade Gänsehaut in meinem ganzen Körper, Alter. Wallah, deswegen, bei uns werden die Träume leider Wirklichkeit auf eine negative Art und Weise.
Der Tod ist nichts Negatives. Das der stimmt, Tod ist ja, nichts Negatives. Ich habe gestern noch mit Abu darüber geredet. Ich habe gesagt, ich möchte nicht unsterblich sein. Das Schlimmste, was du mir antun könntest, wäre die Unsterblichkeit. Weil ich mich so sehr darauf freue. Er sagt, auf was? Auf den Tod? Ich sage, nein. Auf das danach, auf das Paradies. Ich freue mich so sehr darauf. Nein, nein, inshallah. Ich glaube, dass wenn jemand auch frühzeitig von dieser Erde geht, dass Gott sagt, du hast dich schon bewiesen, dich nehme ich jetzt schon. Du darfst jetzt nein, schon. Nein, die schönsten Pflanzen pflückt man immer zuerst. Die schönsten Pflanzen pflückt man zuerst. Das heißt, wenn du 100 bist, was hast du falsch gemacht? Nein, Spaß. Deswegen. Oh mein Gott. Deswegen so, man sollte den Tod nicht als Bestrafung sehen, weil das wäre einfach Blasphemie. Ja. Kann ich deiner Community noch was mitgeben? Gerne. Unserer Community. Leute, bitte tut mir einen Gefallen. Egal wie viel ihr schon für eure Religion tut, egal ob ihr 5-mal am Tag betet, es gibt immer einen Schritt mehr, wie man mehr machen kann. Also bitte, sagt euch, heute bete ich 5-mal, morgen mache ich noch das, morgen fange ich an, Koran zu lesen oder irgendwas. Bitte macht immer eine Sache mehr, weil Religion ist so wichtig und je mehr ihr macht, desto mehr fühlt ihr euch auch besser, glaubt mir. Das waren sehr süße Worte, Hilal. Also ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Und damit ihr das versteht, es hat gar nichts damit zu tun, irgendjemanden auf irgendwas zu drängen wollen. Aber jeder, der in seinem Herzen schon den Glauben hat, der sollte sich vielleicht auch ab und zu Trost und Schutz da suchen und sich damit beschäftigen, um vielleicht auch Probleme, die wir haben, in unserem Alltag bewältigen zu können. Weil ich sage immer, dass eine Minute mit dir selber nur zwischen dir und Gott, dieser Moment, wo du alleine bist mit Gott, dir mehr bringt als jeder Therapeut. So. Einen, genau. Period. Damit hast du es jetzt versaut. Also damit, sorry, mit Period hast du es jetzt versaut. Chat, hatet nicht. Das waren sehr süße Worte von ihr. Ich küsse dein Herz. Oh. Guck mal, der Chat schreibt schöne Grüße an sie. Bis dann, ciao, ciao. Oh, alle küssen. Tschüss. Ciao.